Moin. So, ich bin's nochmal mit einem weiteren Video von der Quanum Do-It-Yourself FPV-Goggle-Kamera, wie auch immer. Das Teil habe ich jetzt innerhalb von circa 20 Minuten zusammengebaut und es sieht so aus. So, im Grunde war das wirklich ziemlich einfach. Also man kann natürlich, also ich habe relativ schnell gearbeitet, man kann natürlich hier noch diese ganzen Schaumstoffteile so ein bisschen besser schneiden und so weiter. Es gibt relativ viel Schaumstoff Leisten oder wie auch immer, ne? Und da kann man das halt noch mal besser machen. Ich war jetzt gerade nur scharf drauf, das einfach mal so aufzusetzen, um mal zu gucken, wie das so ist. Naja, im Grunde hat man hier diese zwei Styroporteile, die man auseinander nimmt. Dann setzt man die Linse in der Mitte ein. Man hat dazwischen solche Styroporteile, damit diese Reibung etwas gegeben ist, damit das sich nicht ständig versetzt hier, ne? Weil man kann hier mit diesem Regler hier ein bisschen die Distanz vom Monitor zur Linse verändern. Ich sollte am besten, ich habe die einfache Stärke genommen. Ich glaube, die bringt nicht so viel. Ich müsste zumindest diese 1,25 Stärke oder sogar 1,5 nehmen, damit das ein bisschen vergrößert wird. Aber das Bild ist schon mal ziemlich klar. Jedenfalls, die wird da eingesetzt. Dann wird der Monitor eingesetzt. Und dann wird das halt zusammenge genommen, ne? Also die Styroporteile, die wurden dann hier auch noch außen, da ist so eine Aussparung eingeklebt mit Heißkleber zum Beispiel und ja, dann zusammengesetzt. Dann wird das, werden diese Schaumstoffteile hier auch noch mal mit Heißkleber zum Beispiel angeklebt. Dann hier schneidet man da so ein bisschen zurecht, ein bisschen kürzere Leisten hieran, dann hier, dann eben dort im Bereich der Nase habe ich jetzt einfach nur ziemlich schnell, also nicht so sauber gemacht. Und dann halt, ne, einmal komplett für diesen Bereich der Sicht hier. Und dann steckt man das Teil hier rein, sichert das hier hinten, führt die Kabel hier zum Beispiel nach oben. Steckt dann eine Stromquelle an, Akku oder zum Beispiel ein 12-Volt-Netzteil. Sollte natürlich geeignet sein für diese Brille, beziehungsweise den Monitor. Dann kommt hier noch dieses Kabel um Video out, beziehungsweise Video in. Und dann funktioniert das. Und ich bin ziemlich beeindruckt. Für 37 Euro habe ich hier ein richtig geiles Teil. Das Bild ist sehr, sehr klar. Die Linse ist super. Und also wie gesagt, bis auf dass die Stärke vielleicht, ne, da nehme ich halt noch eine etwas stärkere. Ja, aber ich kann mich jedenfalls nicht beklagen. Und freue mich, wenn ich das erste Mal nutzen kann dann. Okay, tschüss.